Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elax. Ich wollte heute den Spielstand einladen. Der Spielstand wollte nicht. Er hat gesagt, ja, die Folge davor, die kannst haben. Die nicht. Ich bin jetzt trotzdem wieder da. Ich bin das Ganze gerade eben nochmal gelaufen. Hab im Prinzip alles wieder so wie vorher. Wir wollten jetzt zum Torgal. Was ist denn das da unten? Feuerkraut. Gehen wir erst zum Torgal. Ja. Oh, ich sehe, ich habe da unten den Teleporter vergessen. Okay. Also den müssen wir uns nochmal holen. Irgendwann, aber. Ist jetzt egal. Du bist ein Kraftloser? Nee, ein normaler Hornwolf. Kommt er irgendwie hoch zu mir? Ich fürchte ja. Kommt er? Einmal darüber. Mal weg. Ja. Kann ich aus dem Wasser rausspringen? Oh, kann ich, aber nicht weit. So, jetzt ist die Frage, kommt er darüber auch? Probieren wir es. Na, rennt zumindest los, ja. Der rennt doch genau über die Brücke. Kein blödes Tier. Muss ich sagen. Gute Wegfindung, die Viecher. Aber ich komme da irgendwie nicht raus. Okay. Gut, dann gehen wir mal da weiter. Da hätten wir Ruine. Sind wieder die Ratten draußen. Ich sehe sie. Eisenerz, Metallschrott, Schwefelbrocken, Heiltrank. Was? Okay. Ja, was machst du da, du Pestrate, hä? Ach, da hinten hängst du dann, oder was? Okay. Du kannst dich ruhig die Zeit nehmen und schauen, was die Viecher machen. So, die Pestrate ist tot. Den da wollen wir gar nicht.
wenn es geht. Oder hat uns der schon? Puh, schauen wir mal. So. Jetzt hätten wir da drüben das, aber da haben wir die anderen Viecher. Aha, da gibt es quasi sogar einen Weg rüber. Was murmelt da? Da vorne liegt ein Toter. Gold. Ein toter Kleriker. Klerikerin tot. Okay. Mal da. Eine Ratte. Metallschrott. Es tut uns leid. Diese Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl! Sind überfallen worden. Eisenerz, das ist cool. Einheit und Technik sind unsere Zukunft. Ihr hört Herbert aus dem Ort. Ich grüße euch aus dem feurigen Herzen Magalans. Kalan hat uns bis heute vor dem Untergang bewahrt und steht uns in allen schweren Zeiten bei. Mhm. Für alle, die klaren Verstandes und reines Blutes sind, ist Kalan unsere Rettung. Hier spricht Herbert aus dem Orbis. Nachricht? Mannertrank, Öllampe, Eisenerz. An alle, die mich hören, folgt meinem Beispiel und schließt euch der Streitmacht der Kleriker an. Die Bedrohung aus dem Norden muss beseitigt werden. Es gibt viele Schlachten zu schlagen und einen Krieg zu gewinnen. Entscheidet euch für die gute Seite. Das rät euch Herbert aus dem Orbit. Herbert aus dem Orbit. Haben alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du zurückkehrst, wir sind zurück in die Stadt aufgebrochen. Okay. Das haben wir ja vorher gerade schon gehört. Das war nichts. Hätte mich jetzt auch ziemlich gewundert, aber das ist relativ einfach, weil es sind nur noch 6 Zahlen da.
Achso, warte mal, man kann hier auch hacken. Ich habe nur keine Fähigkeiten. Achso. Achso. Warte mal, machen wir es noch einmal. Geh mal hin, hacken. Also, 2, 3. Na, wieso lasst du mich nicht eintippen? Ich möchte 2, 3. Ach so! Das auch noch. Also 8 größer als 4. Das ist kleiner als 5 und größer als 2. Also die 2 hinten stimmt. Dann sagen wir mal, jetzt hätte ich mal die Farben merken sollen, gell? Okay. Also grün war auf jeden Fall stimmt. Und 8 könnte noch da hinten vorkommen. Jetzt probieren wir es mal so. 5 ist größer als 3. Und 4 ist größer als 2. Aha. Könnte es eigentlich nur noch. Funktioniert es auch? Komme ich noch mal irgendwie in den Tooltip? Naja, wir finden schon raus. Warte mal. Sagen wir jetzt einmal 7. Probieren wir mal, ob es das gleiche ist. Enter. Ah ja, okay, es ist der gleiche Code. Das heißt, wenn man daneben liegt, braucht man eigentlich nur geht doch weiterraten. Okay. Hätten wir das auch einmal probiert. Kann man mit dem noch irgendwas machen? An alle, die jemals einen Mutanten gesehen und überlebt haben. Vergesst nicht, was das Elex aus uns macht. Es ist wie das Gift einer Schlange, das... Okay. Also hier waren Klerik. Oh. Hier waren ein paar Kleriker. Da vorne hat man noch die Überreste der Kleriker. Okay, und das sind jetzt 12. Ein Wolf. Wir könnten mal das ausprobieren jetzt. Wohin muss ich denn? Oder ich gehe einfach über den Fluss. So. Machen wir jetzt eher. Lass mal die Hornwölfe da drüben. Sonst happy sein. Und wir schauen zu unserem Questziel. Darüber. Das ist da unten. Das ist ein Weltenherz, oder wie? Scheinbar. Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf. Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe.
Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Ja, klar. Euer Posten sieht unterbesetzt aus. Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt. Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Der Berserker Askor ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Er wurde ermordet. Verdammt, ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Das haben wir jetzt schon öfter gehört. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Askor wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Mhm. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Das will ich meinen. Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Du kanntest Askor gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und, naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist so beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. Hab ich vor. Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten, denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus, also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge, dann passiert dir nichts. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Ja. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Okay, kein Problem. So, damit hätten wir mit ihm auch gesprochen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch einer. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht viel finden. Schauen wir mal. Sind wir da? Ist nicht, oder wie? Keine Ahnung. Schlafen die? Die haben ja nicht mal ein Häuschen oder was? Was liegt da? Elektroschrott, Giftbündel, Heiltrank. Mana. Da liegt noch einmal Mana. Okay.
Also viel haben die da echt nicht. Halt! Wir haben nur Berserker-Zutritt, die diesem Weltenherz zugeteilt wurden. Also da schlafen ist okay, verstehe. Ja, aber insgesamt haben es da echt nicht viel. So, wo werden das mit dem Mann? Der verlorene Mann war das, glaube ich, oder so. Der fehlende Mann, genau. Hat er das jetzt genommen? Nee, doch. Das ist da. Da ist doch auch meine Indizienbeweise sind doch auch da. Moment. Also erst einmal Marker entfernen. So, und jetzt gehe ich noch einmal auf der fehlende Mann. Markiere da mal auch. Da oben Rock. Okay, dann ist das ja okay. Dann gehen wir da aber wieder auf die Indizienbeweise. So. Ach, warte mal. Jetzt sehe ich einen Unterschied. Der fehlende Mann. Da drüben. Also irgendwas stimmt da mit der Karte nicht. Egal. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt am besten in Richtung Straße und dann links rüber. Kuppelstadt klingt auf jeden Fall interessant. Also ich meine, sofern man das noch als Straße bezeichnen kann. Oh. Wow. So, was war das? Ach so, ein Beißer. Kommt der Beißer da hoch? Er sucht gerade einen Weg, gut. Während er sucht, schauen wir einfach mal weiter. Würde ich sagen. Irgendwas rennt uns schon wieder nach. Oh oh. Haben wir jetzt alle anbracht? Nigger. Im schlimmsten Fall rennen die jetzt alle uns noch. So, könnten wir jetzt irgendwo mal eine Schnaufpause haben? Haben wir jetzt eine? Was ist ich denn da? Ja, ruhig. Gut. Machen wir mal den Hornwolf tot und dann schauen wir weiter. Ich meine, einen Teil der Mobs müsste ich an auch wem auch immer da unten abgestriffen haben.
So, und was war das da unten? Stuart weg jetzt. Bin immer neugierig. Ah, da klopft sich da hinten noch. Ist es ein Alp? Schauen wir nachher. Jetzt gehen wir erstmal. Also den müssen wir uns merken, den merke ich mal definitiv. Aber ich gehe jetzt erstmal da rein. So. Verschlossen. Bewege den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für das Öffnen der Zylinder herauszufinden. Wie? Also das? Das war wohl nichts. Ich habe das Gefühl, ich muss da mal geht schauen. Doch. Was? Oh oh. Wop. Ein Raptor. Okay. Nein, doch ein Raptor. Komm, du blöder Raptor. Du findest den Weg da hoch auch? Zeigst du mal anderen Spielen, wie man KI schreibt. Ah, nee. Auf jeden Fall eine sehr gute. Ich brauche auf jeden Fall endlich mal bessere Rüstung. So. Toter Raptor. Sehr gut, danke. Toter Raptor gefällt mir schon viel besser. Gut. Wir waren hier. Also, das heißt, durchs Abbrechen jetzt habe ich diesen... Okay. Da gibt es noch einen kleinen Bug. Holzpfeile, sehr gut, danke schön. Wenn man das abbricht, kann es passieren, dass die nachher offen ist, die Truhe. Noch ein Raptor. Ich muss weg, ja. Ja, Raptoren kommen selten alleine. Hier unser Rudel letztens. So, wo muss ich jetzt hin? Gut. Mach mal, Raptor. Da drüben hat man noch ein Häuschen. Ist doch interessant aus, wenn ich ehrlich bin. Oder auch nicht. Hey Leute! Wo ist er denn? So, dann schauen wir uns noch an, was der Rock zu sagen hat. Hey du! Was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Die Wüste?
Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Mhm. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Ah ja. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Ja, dann geh doch zu den Outlaws. Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Doch leider stecke ich hier fest. Hm. Warum ziehst du nicht einfach los? Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Thorgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Okay, also gut, der haut ab. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Mhm. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Pah, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm, wo sonst? Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Der Mumm zum Beispiel? Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erstmal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. So. Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache, das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Der will zum Outlook. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Der überlebt doch keine 5 Minuten. Soll ich Thorgal sagen, dass du nicht mehr für ihn arbeiten willst? Darauf kommt er schon von alleine, wenn ich erst einmal außer Reichweite bin. Dieses verdammte Gemüse ist jetzt nicht mehr mein Problem. Also behellige mich nicht mehr damit. Mhm. Gut, mehr kann ich noch nicht. Ich habe nicht mehr Persönlichkeit. Ich besorge dir deine Überlebensausrüstung. Du würdest mir eine große Last von den Schultern nehmen. Also pass auf, Wasser und Fleisch sollten für dich nicht das Problem sein, du kommst ja herum. Aber als Waffe brauche ich etwas, das Eindruck schindet. Oberhalb dieses Gehöfts gibt es noch einen weiteren Hof. Dort lungern ein paar Outlaws rum. Und wo die sind, sind auch Waffen. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Wie viel Wasser benötigst du? Bring mir 8 volle Flaschen. Mhm. Damit komme ich eine Zeit lang hin. Alkohol lassen wir lieber. Ich brauche einen klaren Verstand, wenn ich auf dem Weg bleiben will. Wie viel Rationen Trockenfleisch brauchst du? Hm, ich denke, 50 reicht aus. Oh, will gut, mir das ja geht. Nicht das Fleisch von den Knochen nagen müssen. Kann ich dir nicht irgendeine Waffe bringen? Nein, wenn ich meinen Einstand bei den Outlaws gebe, kann ich nicht mit einem Brotmesser auftauchen. Wenn du also beim Hof etwas einsackst, sollte es schon mächtig Wumms haben. Aha. Ich hoffe, die Lauferei macht sich für mich bezahlt.
Die Berserker haben mir genügend Splitter mitgegeben. Wenn du deine Sache gut machst, überlasse ich sie dir. Eine Hand wäscht die andere. Ja gut, dann hätte ich die Möglichkeit, wie ich zumindest wieder an viele Splitter komme. Natürlich darf ich der Arena nichts nehmen. Du bist sicher hier, um deine Nahrungsvorräte aufzufrischen, nicht wahr? Die Felder werfen ein bisschen was ab. Wir werden uns also sicher einig. Ah. Solange die Preise stimmen. Umsonst ist bei mir nichts. Ein Händler. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Rohes Fleisch hat er, Setzerbrot hätte er. Da brauchen wir ja eigentlich. Ja, sowas hat der nicht. Verkaufen können wir noch. Was haben wir denn da? Das normale Beil, das tragen wir ja. Energieregentschwert. Kriegsschwert. Setzerbogen. Wir hätten eine Schlachterhose. Eine Schachterhose, okay. Dann können wir eigentlich ja die hier und die hier verkaufen. Rasselfleisch. Diesen Öllampen kann er haben. Gute Becher kann er haben. Gute Teller kann er haben. Gute Kabel kann er haben. Geldbündel. Spielzeugauto. Klopapier. Die Zigaretten kann er haben. Das schiebe ich momentan alles noch auf. Okay, und dann würde ich sagen, akzeptieren. Linda. So, damit sind wir auch wieder ein bisschen schrottlos waren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann schauen wir mal, was wir dann anstellen. Die Indizien haben wir jetzt eigentlich gemacht. Schauen wir mal. Aber ich glaube, die sind jetzt fertig. Jetzt müssen wir wieder zurück zu ihm quasi. Gefährten, Zahn um Zahn, Indizien. Schauen wir. Ja, da müssten wir jetzt zurück zu Duras. Ja, das überlegen wir uns beim nächsten Mal. Erst einmal holen wir uns jetzt hier auch noch den Teleporter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Fiona, okay. Tschüss.